So, herzlich willkommen, Leute. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Part. Lange ist es her und ich hab's euch versprochen. Ja, und lange ist es auch her, bis ich wieder einen. Also, lange ist es her, seitdem ich einen Banjo-Part hochgeladen habe. Und lange ist es aber auch her, seitdem ich überhaupt mal wieder so hochgeladen habe. Von daher, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe in letzter Zeit auch sehr viel auf Arbeit zu tun. Schule wieder vorbereiten. Ich bin dann nochmal eine Woche Schule, dann erst habe ich dann Urlaub. Und von daher wollte ich es euch nur sagen. Also, wie gesagt, bitte seid ja nicht traurig. Ich kann ja auch nicht alles und... So, wir haben im letzten Part haben wir sehr viel, glaube ich, gemacht. Wir waren auf der LOG-Box. Ach ja, da hat es angefangen, gestimmt. Okay, das Grauen. Nur weil ich gut bin, heißt es nicht, dass ich keine Gefühle habe. Doch heißt es. Blöder. Bim, bam. Oh, eine Box. Hey Leute, eine Box. Die ist. Jetzt, ich will heute mal ein bisschen so die Landschaft erkunden. So, auch. Aha. Nein. Kann ich auch die Kamera? Ja, heute wohl nicht so irgendwie. Heute. So, Banjo-Bär! So, und jetzt... Ah! Wir sind die Profis! So, das geht natürlich jetzt ab zum Warpfeld. Wenn wir warpen uns, das geht schneller. Ich hab's keinen Bock zu fahren. So. Na? Und warpen! Der Marktplatz Mumpus Motors, natürlich. So. Hey, ganz locker und gedieten. Babam. Und du, mach mir bitte die jetzt auf. Das wäre nett. Der guckt immer so komisch irgendwie. Bär bringt weitere Kiste. Was sind diese drin? Mumpo öffnen. Ach ja, das wissen wir schon. Eine Stoßstange 4. Sehr schön. Okay, das kann man gebrauchen. So. Aber überbauen ist auch nicht. Denn wir haben keine Zeit zu bauen. Das ist Bibi Palle Pulle Palle Pill. Ich komme jetzt ganz hoch vorne. Gucken wir mal, ob wir noch eine neue Kugel haben. Eine neue Kugel. Nein, haben wir nicht. Aber gucken wir mal, jetzt das Puzzle bekommen hier oben, was hier oben sich versteckt. Wollen wir es mal versuchen. Letztes Mal haben wir ja so lange hier rumgefuschelt, das versuchen wir jetzt mal. Wir sind ja vielleicht schon länger im Banjo unterwegs. Und... Wow, wow, wow. Ja, meine Eltern sind draußen wieder laut. Oh, der klettert aber wie ein Schwein. Nee, der klettert geil. Sorry, dass ich leider nicht aufgenommen habe. Liegt daran, dass ich einfach nur Minecraft gespürt habe. Weil es so geil war. Ach so, der muss dann hochklettern, okay. Halt, Banjo, hoch. Na, so aber nicht, mein Guter. Ah, das ist eine Scheiße. Hier hoch, ab mit... Ah. Na komm, und jetzt hoch und... Ach Mensch, Banjo, was haben wir mal ausgemacht? Na, weil ja so ein Kabelbruch ist, weil die wieder nicht reparieren können hier. Mensch, jetzt komm. Und hoch, und hoch. Nein. Die Augen, wie geil. So, Leute. Ja, solche Bots gibt's auch mal, Leute. Scheiße. So, es geht. Alter, komm, Bär. Du, ey, du, sonst krabbelst du unten nach Honig. Jetzt kannst du immer so machen. Ach, Bär.
Ich weiß, das dort spinnt die. Und der rennt dort lang. Wie geil. Mann, ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Hey. Ich will doch hier hoch nur. Egal, lass mir das jetzt wieder. Wir werden es mal schon irgendwann holen. Das ist aber wirklich sau schwer. Mach das wirklich mal. Spiel mal mit Xbox und so weiter. Dann mach das mal. Und wir fahren erstmal hier runter. So, halt ab, Arschschweine. So. Wir gehen erstmal in die neue Welt. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Hier haben wir alles außer einen Shinshu-Token und Noden. Hier haben wir auch alle Dinger, bloß nicht Shinshu-Token und so weiter. Also die müssen wir auch noch alle holen. Kundis Fight, hier haben wir aber auch schon alles gemacht. Ah, hier. Hier waren wir noch gar nicht noch, oder? Genau, hier will man jetzt gehen wir mal rein, bevor wir wieder in der LOG Box 27 gehen. Wo wir eigentlich gerade rein müssen, glaube ich. Aber doch, wir müssen noch in sehr vielen Welten 100 Noten holen. Ich werde, will versuchen, dieses Spiel komplett durchzuziehen. Ich will es versuchen. Deswegen schreibe ich keine 100% hin. Oh, und ach ja, genau. Ich möchte ja viele grüßen. Ich hätte es bei dir vergessen. Und zwar möchte ich in diesem Part meine sautreuen Abonnenten, sautreuen, also seid alle treu. Also möchte ich mich bei vielen bedanken, dass ihr mich so treu durch die ganzen harten Zeiten und guten Zeiten, aber auch wieder geil durchgebracht habt. Oh, hier geht's überall im Puzzle, du. Ah, die blauen, die muss ich aber noch machen, okay. Hey! Und zwar will ich mich einfach dafür mal bedanken. Und zwar wäre das einmal zum Beispiel das nackte Genie. Dies ist ein sehr, sehr treuer Benjo-Gucker. Gucker. Klingt auch komisch, aber ist halt so. Oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll für eine Quest. Ist ja voll behindert. Ach, die roten durchmachen oder was? Na, was denn, soll ich jetzt die roten machen oder die blauen? Genau, also das wäre einmal er, dann Super Nintendo Team, dann This is Kanto, wer kann, wir können wieder noch eine Frage, so ja, hier, genau, ich möchte hier noch jemanden vorstellen, Leute, einen neuen Noah Let's Play, der macht saugeile Videos, Info, der Link ist unten in der Videobeschreibung und jetzt auch nochmal hier über Benjo schwebend verlinkt. Wir fahren mal auf diese Palme. Ich sehe mich nicht immer. Du bist so blöde, du dummer Bär. Genau. Und. Oh, jetzt komm, gib Gas. Die Grafik ist hier dumm, boah, Alter. Ich spiele das Spiel fast nur noch, weil es Grafik geil ist. Ja, ist wirklich so. Also, dass die Grafik ist ja. Nein, ich spiele das nicht deswegen. Sondern weil ich mir das Spiel einfach nur Spaß macht. Wow. Und jetzt. Und zack. Oh, nicht geschafft. Ey, wo soll ich denn nun hingehen? Ich will dann nochmal ein Puzzle holen. Dann machst du eben die blauen, ich weiß es ja selbst nicht. Die sind dann den grün oder was? Warte, ich will mal Info gucken. Statistik ansehen. Gewonnen Chigis 931. Chigis auf der Bank. Ja, auch mal. Ich habe nur 9 Chigis, Leute, das ist sau schlecht eigentlich schon von Anfang. Aber wir werden uns steigern. 131 brauchen wir. Plus 31, das kriegt man gar nicht so schwer. Nur ich frage mich jetzt, Leute, das geht irgendwie ehrlich nicht. Wo ist das nächste Chigi? Wo ist der nächste Chigi? Meine Fresse, wo ist der nächste Chigi? Aua, 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 aua. Nee, das ist der. Ich möchte gerne wissen, wo der nächste Chigi ist. Chiggy, chick, chick, chicky, chick, chick, chicky, chicks. Sandy Cheeks. Meine Güte, au! Sag mal, bei dir piept's wohl.
Ach Mensch, Leute, das ist doch blöde. Wo ist denn jetzt hier die nächste Schicki? Das finde ich ein bisschen blöde gemacht. Ah, ein Shinjo-Token. Okay, dann machen wir eben einen Shinjo-Token. Besser als nur rumfahren und nichts machen. So, oder Leute, wie findet ihr das? Schreibt mir eure Meinung zu diesem Part unten in die Infobox. Übrigens, alle, die Daumen runter geben und nichts machen, sind für mich keine echten Daumen runter. Also sehe ich immer nur die Daumen hoch. Außer wie man schreibt was. Das wäre nämlich nicht so schön. Also, es wäre nämlich nicht so schön, das Video oder so. Ich bin es leid, unterdrückt zu werden. Schau dir das an, wie dieser Vulkan absichtlich meine Aussicht blockiert. Hilf mir mal, Benjo. Shinjos haben auch Rechte. Okay. Los jetzt, Fahrer. Rauf auf die Spitze des Vulkans, so kämpfen wir uns recht, größer zu sein und über... Okay. Was noch? Was soll ich denn machen da? Dieser Jinjo muss innerhalb einer vorgegebenen Zeit einen neuen Ort erreichen. Es ist eine gefährliche Route, deshalb ist das Taxi mit einer Eierwaffe ausgerüstet. Spiel beginnen. Natürlich, wir nehmen das Taxi mit einer Eierwaffe. Ey, wie kann ich die Eierwaffe... Ah, nee. Halt. Warte, nochmal neu starten. Aufgabe neu starten. Ja. Bitte. Ich danke. Ihn hat wirklich gespeichert. Übrigens, das mit diesen Puzzleteilen kann ich übrigens auch so machen. Das werde ich dann bei anderen LPs machen. Bei denen nicht. Ah, okay, das ist die Eierwaffe. Oh ne, oder? Shinjo, du musst nicht schlechtes Leben gleich abhauen. Oh, mein ich nochmal Neustart. Nein, nicht. Ach Mensch, was ist denn heute mit mir los? Ich habe einfach lange kein Bench mehr gespielt. Ich merke es schon. Mensch, hau ab. Und jetzt rein hier mit dir. Mensch! Rein mit dir! Hab! Mensch, jetzt Kinder! Oh, das ist ja voll behindert. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Aufgabe neu starten, okay. Leute, dieser Shinjo-Token ist etwas sehr Spezielles. Also wie ich das schaffen soll, frage ich mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch. Ich bombardiere jetzt alle. Ich habe einen Endeschuss. Hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist denn das für eine Scheiße? So, okay. Ah, jetzt müssen wir ja holen. Ach nee, hier müssen wir hoch. Oh, das ist ja geil. Sorry, dass ich es nicht effe rede, aber... Oh, da. Mann, ich hab's geschafft, aber... Wenigstens ein Shinjo-Token. Jawohl, jetzt haben wir diesen großen, dummen Haufen langweiliger Magma so richtig angezeigt. Gezeigt. Nimm das hier, vielleicht ist es irgendwie behilflich. Ein neuer Shinjo-Token. Wuhu! Sehr schön, was ist denn das hier? Ist irgendwo so ein Kreis zum Fahren? Ach, das ist unser Auto. Das ist unser Auto. Hm. Nee, stumm. Jetzt müssen wir ein bisschen mal gucken, Leute, wo wir noch das nächste holen müssten. Weil sonst haben wir jetzt in diesem Part sehr wenig gemacht. Aus einer Kiste geholt und das. Würde ich mal sagen. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Na, oh.
Da wird aber im nächsten Part mehr geschehen. Warte mal, ist das da oben? Nee, gut, okay. Ah, das ist schon so eine Sache hier. Ah, so, okay. Die haben einen nochmal aufge... Ach so, oh, ich bin dumm. Chef hat Klunke mit der neuen Nussernte beauftragt. Aber Klunke nicht wissen, wie man Wack ohne Nuss fährt. Klunke in Schwierigkeiten. Klunke immer in Schwierigkeiten. Ja, hast du selber zuzuschreiben. Denk doch mal nach. Klunke sehr deprimiert. Hm, na gut, ich helfe dir mal. Ich kenne Depression. Wack ohne Nuss, wovon sprichst du, Gecko-Gesicht? Wack ohne Nuss ist besonders Maschine gebaut, um Nussgeräte einzusammeln oder so. Wenn Mumbo wiederkommt und Nüsse noch nicht geerntet, er wird sagen, Klunk ist offiziell. Okay, Klunk hat also möchte das mit den Wack ohne Nuss Dingsbums ändern und dann. Bär bringt Nüsse zum Kokosnussfass auf der Farm. Muss angeben eine Anzahl an Nüsse einsammeln, während Mumbo weg ist. Okay, Grumbots haben die Plantage angegriffen und essen die Kokosnussernte. Rette die Ernte und Klunkes Fell, indem du Kokosnüsse zum Silo auf den Hof bringst. Okay, gut, das machen wir mal. Auch wenn der Part jetzt etwas länger ist, ich heiße, ich werde den dann in zwei Teile wieder schneiden. Okay, das ist eine geile Maschine. Wie benutzen wir die? Wo sind denn hier die City-Farmen? Okay. Oh, die Farm ist ganz woanders. Da ist die Farm. Hier ist die Farm. Ole, ole. Bam, mach das Ding auf hier. So, jetzt bringen wir die Kokosnuss da rein. Wo ist da? Noch eine Kokosnuss. Und noch eine Kokosnuss. Hey, wo ist die nächste Kokosnuss? Stopp, hahaha. Hey, Stein will ich aber nicht drin haben. Naja, geil. Okay, komm jetzt mit. Oh, wir müssen aufpassen mit den dürfen großen Stein. Oh, Leute! Scheiße, Wackernuss. Ah, komm in meinen Arsch. Ah. Scheiße, ich brauche die Nuss. Ich hab ne Nuss, Leute. Guckt euch die Mumpo-Nüsse an. Die wir zu diesem Mumpo-Silo bringen. Nee. Sieben Stück haben wir schon mal gebracht. Wo ist denn der innen anderen Nuss? Ist jetzt hier irgendwo runtergefallen? Oh, die ist wieder weg oder was? Oh, wegen diesen Mistviechern. Hahaha, bam. Doch hier ein Stein. Oh, meine Fresse, ich hab nur. Mensch! Das ist ja blöde hier! Was ist denn das für eine Kacke? Okay, das reicht erstmal von Kokosnüssen, weil die Steine am Weg sind. Ach, Menschenskinder! Leute, wer hat nicht immer schon Steine im Weg gesetzt? Bam, 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 Container natürlich. Ja, komm noch, Baum zu mir. Baum, ich brauche nur guck ich nicht so von dir. Elf Stück haben wir. Scheiße, wir sind sau schlecht. Oh, scheiße, ich krieg kein Schicki mehr. Leute, wir machen mal die Aufgabe neu starten hier. So was geht natürlich nicht. Oh, Leute, wir dürfen nicht so viel Steine einsammeln, wie diesen scheiß Stein, die sind voll behindert. Das ist auch mit einsaugt, das ist voll behindert.
Und let's go. Ist aber ganz schnell hier. Immer nur dort lang fahren, wo die Steine nämlich nicht sind. Okay, das reicht erstmal. Den nehmen wir erstmal mit. Ja, gut, okay. Danke. Halt. Jetzt. Okay, mein Handy pumpt gerade. Ich kann mir das nicht andrehen. Irgendjemand ruft mich an. Scheiße. Ah. So. Wir haben schon mal 7 abgelöst. Mensch, warum brummt jetzt mein Handy? Das kann so nicht sein, ja. Ich kann mir nicht einfach so anrufen. Ach, ich bin froh, dass ich jetzt im Glück dieses Stummmodus mal hier. Ah, mich kotzt sowas alles an hier. Helfe! Ja, ich mach das schon hin. Lass mich mal hier. 3. Ja, und noch natürlich noch ein Stein. Aber auch ey, den nimm mal mit. Nein, du sagst mir nicht meine Dinge auf, du Klauschwein, du. Solche Klauschweine. So. Natürlich, ich schaffe das wieder nicht. Wenigstens den Schicki will ich haben hier. So, jetzt haben wir das hier wenigstens noch. So, jetzt fehlt nur noch der Schicki. Hier, Nuss. Die letzte Nuss. Wir haben sie. Schnell hochbringen. So, wir haben jetzt noch einen Schicki. Nicht hoch zur besten Leiste. Leider keine Titi-Trophäe, aber wir haben einen Dings und das ist top. Und weiter. So, ich guck mal schnell, wer das jetzt war. Warte mal. Ach so, Akku war alle, es war Kinder mich angerufen. Okay, so, Bär gerade rechtzeitig fast geworden. Schicki verdient aber, könnte nochmal versuchen für ein besseres Ergebnis. Ja, war nämlich auch schwer. Oh gut, aber das machen wir jetzt nicht. Für die Titi-Trophäe könnten wir es trotzdem machen. Was machen wir denn lieber bei den Bären, bei den Dings, weil das dann einfach ist, verstehst du? So, dann gehen wir mal zu dem nächsten. Oder warte mal, wie groß ist jetzt der Brat? Warte mal, bist du einfach nur Quatsch, noch nicht. Warte mal. Okay, Leute, so, dann mache ich mal einen kurzen, ich mache einen kurzen Cut. Ich sage hier erstmal tschü und wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, erst einmal und ich bin erstmal raus mit Banjo und bis dahin, tschü.